Ansätzen von Beginn an engagiert. Das hat man sich vorgenommen. Hier gleich mit dem ersten Geschoss von Erik Rechtop. Sofort draufgehalten. Man will Druck machen gegen die Austria, die hier über Wagner die erste Chance hat. Aber da braucht Ott nicht einzugreifen. Am Tor vorbei. Das erste ganz, ganz dicke Ding von Wagner nach wenigen Minuten. Wieder die Wiener Austria. Benecke dazwischen mit dem Foul und der gelben Karte von Schiedsrichter Drabeck. Noch einmal diese Szene von hinten hineingerutscht. Steht im Regelbuch, ist eine gelbe Karte. Und dann noch der Scheibenwischer hinterher von Benecke und auch den hat Drabeck gesehen. Rote Karte schon nach 10 Minuten für Armand Benecke. Da hat er sich und seiner Mannschaft ganz sicher keinen Gefallen getan. Die Bregenzer über Ambrosius, rechte Seite. Schaut auf, sieht Posavec. Bregenz geht in Führung. Mladen Posavec nach der roten Karte. Das 1:0 für die Hausherren. Da haben die Wiener überhaupt nicht aufgepasst. Noch einmal dieser Ball. Die doch überraschende Führung, denn eigentlich hat man sich gedacht, die Bregenzer sicher mit dem Schock jetzt. Aber alles andere als geschockt. Bregenz in Führung. Die Wiener Austria. Ball scheint geklärt. Meierleb mit dem Schuss direkt auf Jeschek. Ausgleich. Nur eine Minute später. Patrick Jeschek. Dieser harmlos anmutende Ball landet direkt vor den Beinen von Jeschek. Und schon ist er drin. Dramatische erste Minuten hier in Bregenz. Eine rote Karte. Und dann innerhalb von 3 Minuten 2 Tore. Und dabei sind die beiden Mannschaften doch eigentlich Spätstarter. Denn die Bregenzer haben 7 ihrer 8 Tore erst in der zweiten Halbzeit erzielt. Schiedsrichter Drabeck braucht Geleitschutz in der Halbzeit. Da haben doch einige Fans offensichtlich keinen Durst auf ihr Bier gehabt. Harte Attacke da von Varesanovic. Und wenn Schiedsrichter Drabeck jetzt in die Hosentasche greift, dann fliegt auch er vom Platz. Genauso ist es. Gelbrot für Mirza Varesanovic. Die Bregenzer wieder über Ambrosius. Rechtop in der Mitte, Rechtop Tor! Aber abgepfiffen schon vom Schiedsrichter. Hier sehen Sie es auch, warum Rechtop im Abseits, wenn auch nur ganz knapp, aber Rechtop im Abseits. Dann Rozicki, hier gefault. Janobe Pedersen pfeffert den Ball natürlich hinaus. Man will den verletzten Spieler verarzten lassen. Die Wiener Austria wird den Ball natürlich zurückspielen. Das gehört sich so. Aufgepasst aber auf Meierleb, der halt nichts von zurückspielen, sondern macht das Tor. Meierleb erzielt aus dieser Situation das Tor und jetzt liegen die Nerven blank. Lars Unger hat da Heinz Hochhauser attackiert auf der Austria-Bank. Während Meierleb jubelt, die Bregenzer vollkommen außer sich. Noch einmal diese Situation, den eigentlich fair zurückgespielten Ball nimmt Meierleb auf und erzielt die Wiener Führung zum 2:1. Jetzt geht alles drunter und drüber hier im Casino-Stadion. Nächste Attacke, Golemats. Der Bregenzer Libero, auch er gelb-rot. Unglaublich, die dritte rote Karte inzwischen in diesem Spiel. Robert Golemats, die Bregenzer wieder in Unterzahl. Rechtop reklamiert hier Handspiel von Dospo. Die Wiener spielen aber weiter. Wagner sieht Meierleb. Meierleb gegen Jeff Geiger. Meierleb immer noch am Ball. Meierleb. Unglaubliche Partie. Christian Meierleb mit dem 3:1 für die Austria. Hier noch leicht abgefälscht, da sieht man es. Unhaltbar, aber diese Szene war dem Ganzen vorausgegangen. Dospel sicher nicht mit der Hand. Und dann auch noch die rote Karte für Rechtop, der sich beim Linienrichter beschwert hat. Also, unglaubliches Spiel. Und jetzt auch noch sogar ein Fan auf dem Platz. Und der Ordner verliert die Hose. Geiger mit dem durchgeknallten Fan, der da das Spielfeld gestürmt hat. Alles drunter und drüber in dieser Partie. Jetzt wird wieder Fußball gespielt. Die Wiener Austria. Wagner, Wagner. Das ist die Entscheidung, das 4:1 für die Wiener Austria. Aber was für ein Spiel. 3 gelb-rote Karten, eine rote Karte.
ein mehr als umstrittenes Tor von Christian Meyerleb. Und der Schiedsrichter muss in die Kabine begleitet werden. Und da gibt es natürlich viel Diskussionsstoff nach diesem Spiel. Die Austria gewinnt in Bregenz mit 4:1. Ja, ich weiß nicht, was sich der Christian Meyerleb dabei gedacht hat. Eine grobe, eine wirklich äußerst grobe Unsportlichkeit von Meyerleb. Und nämlich nicht nur, dass er den Ball gespielt hat, obwohl er eigentlich zurückgespielt werden hätte sollen, fairerweise, wie es üblich ist, zu den Bregenzern, nachdem ein Bregenzer verletzt liegen geblieben ist. Was auch noch dazu ein Hens, das Tor, das sehen wir hier nochmals in der Wiederholung, mit dem Oberarm mitgenommen. Also so ein bisschen ein Tor wie seinerzeit Diego Maradona. Vielleicht war es nur ein Blackout von Christian Meyerleb. Wenn dem so gewesen sein sollte, dann verstehe ich aber nicht, warum er dann doch auch so gejubelt hat über diesen Treffer. Also völlig unverständlich, diese Aktion. Und man kann sich vorstellen, dass in Bregenz natürlich die Wogen hochgegangen sind. Die Volksseele hat gekocht. Austria-Sportdirektor Friedel Consilia fehlte nach dem Spiel die Sprache. Auch seine Spieler durften oder wollten nichts sagen. Bregenz Sportdirektor Obi Flint setzte sich für einen halbwegs trockenen und sicheren Abgang der Wiener ein. Da dank keine Dusche von oben. Die Fans waren dermaßen aufgebracht, dass die Gendarmerie den Taxidienst übernehmen musste. Von den Schiedsrichtern wollte Bregenz Sportdirektor Obi Flint lieber nichts mehr wissen. Sie verließen das Stadion weit später. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir arbeiten seriös in einem kleinen Verein, um zu überleben. Risikieren Kopf und Kragen. Trainer stehen unter Druck in den Medien. Was diese drei Herren, ich möchte gerne sehen, um sie die Courage haben, zu sagen, gut, wir haben Fehler gemacht. Spieler werden bestraft, wenn sie ausgeschlossen werden. Wie sieht es aus bei den Schiedsrichtern? Es sind Undiszipliniertheiten bei den Bregenzer Spielern vorkommen und ein außergewöhnliches Tor von der Austria, das noch länger für Diskussionsstoff sorgen wird. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Nachdem die Bregenzer den Ball ins Out geschossen hatten, weil ein Spieler verletzt war, macht die Austria zunächst das sportlich Übliche, nämlich den Ball den Bregenzern wieder zurückzuspielen. Nur Christian Meyerleb macht da nicht mit und erzielt das 2:1. Ich muss ehrlich sagen, es ist unglaublich, was er gemacht hat für den Nationalspieler mit seiner Erfahrung, dass er da so etwas tut. Das ist das Erste. Und das Zweite, wenn ich Trainer wäre vom Gegner, dann würde ich sagen, Jungs, beim 2:1 würde ich sagen, wir anstoßen und lass Bregenz das 2:2 machen, weil so ein Tor, das kann man gar nicht drüber jubeln. Es war ein Spiel, das einfach, sage ich mal, aus der Rolle gefallen ist. Aber da waren ja die Bregenz-Spieler schuld und nicht wir. Und wenn ich dann nur höre, dass also der Schiedsrichter schuld ist, wenn die beschimpft werden, dann frage ich mich, was spielen wir da überhaupt? Spielen wir Fußball oder sind wir irgendwo im Wilden Westen?